So, kommen wir jetzt hier. Mit dem Fan, der hinter mir steht, werde ich diese Woche noch öfters zu tun haben. Die, die das letzte Video gesehen haben, wissen, dass das nicht unser Traktor ist, sondern der von dem Betrieb, wo ich bis Ende letztes Jahr für etwas mehr als ein Jahr am Arbeiten war. Die Familie ist jetzt für etwas mehr als eine Woche in der Ferien und in dieser Zeit führe ich den Betrieb, sage jetzt mal, führen, an den Tieren schauen und ein paar Ackerarbeiten machen. Sie haben Liegehennen, 18'000, also das Maximum, das man in der Schweiz haben kann. Freilandhaltung, da werde ich auch mal einen Einblick geben, vom Eier auslesen und so. Und eben Ackerbau. Und mit dem Gang jetzt mit den Schiebenecken Stoppelbearbeitung machen. Da, der steht auch schon bereit. Mit dem werde ich da die zwei Kalkhäufen noch streuen diese Woche. Und, oder nein, wahrscheinlich nächste Woche. Heute ist nämlich Freitag. Ich habe gesagt, ich packe den nächsten Vlog hier, packe das Video. Wahrscheinlich dann Mitte nächste Woche kommt der online. Und das Kalkstreuen, je nachdem, kommt auch erst am Sonntag. Mal schauen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal die Schiebenecke anhängen und fahren mit der etwas umeinander heute Nachmittag. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe zuerst ein bisschen fahren, weil die ist hier in diesem Schiffchen. Die ist nicht gerade auf dem Betrieb. So, ich bin jetzt hier gerade fertig. Es ist nicht mehr lang. Ich dachte, ich zeige euch hier noch die Aussicht. Da ist direkt am Rhein. Richtig schön. Handbremse. Andere sind jetzt hier am Wedeln. Sommerferien geniessen. Und ich tue die Sommerferien so geniessen. Also beschweren kann man sich da auch eher weniger. Schön, die Klimaanlage. Ja,
die Marke könnte noch ein bisschen besser sein. Da die roten Felgen nerven ein bisschen. Nein, aber ist eine schöne Arbeit. Macht auch noch Spass zwischendurch. Mal ein bisschen Traktor fahren. Ich bin da gerade am Sommerweizen am Anschauen. Der habe ich übrigens der Frühling gesagt. Ich glaube, im zweiten oder im dritten Vlog hat man es sogar gesehen. Wir haben da sogar gefilmt. Und ich denke, wahrscheinlich kann man den morgen dröschen. Ist sieht gut aus. Dann tue ich wahrscheinlich morgen den Dröschen anrufen und dann soll jetzt der Dröschen kommen. Da ist ein Teil vom Auslauf der Hühner. Auf der anderen Seite vom Stall hat es nochmal so ein Teil und dann ist dort auch die Weide noch einiges grösser. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es aussieht beim Eier rausnehmen. Für die Hygiene habe ich mir jetzt erstmal umgezogen. Jetzt habe ich hier so ein schickes Kombi an und so ein schönes Käppli. Der Juniorchef sagt, da muss das Kipperkäppli. Und jetzt soll ich zuerst die Maschine einstellen. Und jetzt warte ich da, bis die Eier kommen. Von vier Arten kommen sie jetzt, die Eier. Also, jetzt ein gleich. Das ist einmal dort vorne, der erste. Und da jetzt einer, da einer. Und da hinten einer. Also, im Stall ist ein Teil verteilt. Ganz rechts, ganz links und in der Mitte zwei. Jetzt kommen da schon die ersten Eier. Da kommen jetzt die Eier. Die kommen hier hin. Und ich tue jetzt schnell abstellen. Und da ist jetzt meine Aufgabe. Also, man steht hier. Und in der einen Hand hat man hier das Schleifpapier. Und dann tut man einerseits hier die Federli weg tun, am Boden werfen. Da tut man dann nachher zusammenwischen. Und da, wenn sie da so dreckig sind, tut man da mit dem Schleifpapier ein bisschen abschleifen, ein bisschen putzen. Einfach nur dort, wo sie dreckig sind. Und dann laufen sie nachher da weiter rein. Jetzt da beim Schleifen ist wichtig, dass man ja, nicht zu fest drückt, damit das Seil kaputt geht und gleich genug fest drückt, dass es gleich auch schön sauber wird. Und die Händchen habe ich jetzt nicht unbedingt wegen Hygiene an, weil man tut sowieso die Hände vorne putzen. Also ist auch aus Hygiene, aber hauptsächlich darum, weil man mit dem Schleifpapier, wenn du da durchschleifst, dann kann es sein, dass du da mit dem Schleifpapier als Fingerkuppel schleifst. Und dann nach einer Weile, wenn du es immer wieder machst, dann ist dann irgendwann offen und dann tut es manchmal weh. Der Chef braucht das nicht. Er tut manchmal ohne Händchen, aber er kann es aber einfach besser als ich. Ich habe es irgendwie nicht geschafft. Ich schaffe es immer, um mir den Finger nicht zu schleifen. Darum habe ich jetzt Händchen. Also eben, die Eier kommen von da, dann laufen sie da rein. Da werden sie da unten in so die Dinger da rein tun, jeweils sechs. Und dann kommen sie da weiter. Da laufen sie da durch den Stempler. Da werden sie gestempelt mit dem Datum und der Betriebsnummer, also dass man rückverfolgen kann, woher die Eier kommen. Und da
im Lift werden jetzt aufgestapelt. Aufgestapelt auf 6 hoch. Hier bis da vorne. Und dann, wenn sie da vorne sind, dann kann man es hier runterbiegen oder aufs Ballett biegen. Und dann wird es dann so mit dem Lastwagen später mitgenommen auf dem Ballett. Ich mache jetzt noch einen Rundgang und nehme den Korb mit. Im Rundgang schaue ich, dass es dir gut geht. Also ich alles kontrolliere, ob es Wasser haben, ob es Futter haben oder ob mir sonst irgendetwas fehlt. Und mit dem Korb lese ich dann alle Bodeneier zusammenlesen. Also die Hühner, die leider nicht ins Nest legen. Die tun ab und zu, also es gibt ab und zu solche, die am Boden legen oder einfach nicht dort, wo sie sollten. Und die tust du dann mit dem Korb, also zusammenlesen und dann in den Korb tun, die tun wir dann später auch noch separat putzen, weil die meistens viel dreckiger sind. Genau. Da ist jetzt eben so ein Legenest. Da sind schon Hühner drin. Machen wir da ein bisschen auf, die sind da am Legen. Da innen ist schön dunkel, weil die haben da gerne, wenn sie ihre Ruhe haben und wenn sie ein bisschen dunkel haben. Und dann, da unten dran sieht man jetzt schon, da hat es jetzt so ein Bodenei. Und da gehe ich auch mit so einem Rechenliegen aufnehmen, dass man es nicht jedes Mal bücken muss. Und da drunter, da liegt, seht ihr da, da haben wir den Winter eingebaut. Da habe ich auch mal einen Vlog dazu gemacht, wer sich noch erinnern mag. Und da hindert eigentlich die Hühner, dass sie da drunter liegen. Weil eben, sie gehen lieber im Dunkeln liegen und da unten ist ja eben jetzt eben so hell wegen der LEDs. Aber dann gibt es halt gleich, dass da noch ein Ei rumliegt, aber dann nimmt man eben den Führer und dann tut man es nachher separat putzen. Das Video neigt sich langsam am Ende zu. Das Dröschen und die weiteren Arbeiten, die ich diese Woche machen werde, werde ich dann im nächsten Video gewohnt am Sonntag um 5 Uhr hochladen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann doch gerne den Kanal abonnieren. Lasst einen Like da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!